Ich muss die Farbe dann auch noch anmischen. Okay, warte. Farbe. Okay, du kannst schon mal das machen. Schraub mal das da ab. So, das ist jetzt ganz weit liegen. Ja. Alles klar. Mhm. Warte, ich mach das einfach rein, weil das. Ich krieg's auch nicht auf. Oh shit. Also, wir haben jetzt hier die Flasche mit dem Entwickler und diese Farbcreme und das mische ich jetzt. Ich versuche es mal aufzukriegen. Ja, ich hab's. Also wir haben jetzt noch so Abendfülle und dafür machen wir es erstmal ein bisschen ab. Das müssen wir dann einfach mal geben zum Schreiben. Okay. Ja. Okay, also. Hier vorne gucke ich mal kurz an, dass ich besser. Es muss ja nicht so ordentlich sein. Mhm. Ja, das ist gut. Guck mal, fühl mal die Decke, ob das gut ist. Ja. Oder weniger. Ich finde es aber eigentlich gut so. Gut so. Okay, dann mach mal deinen Kopf so und halt vielleicht fest. Soll ich jetzt eine dünnere Strähne machen oder dickere? Du kannst ja auf der einen Seite eine dünne machen und auf der anderen eine dicke. Also die hier ist jetzt so mittel. Ja. Finde ich eigentlich gut. Und noch eine Frage, und zwar soll ich auch die unteren Haare nehmen oder nur oben diese Deckhaare, dass unten noch blond ist? Unten kannst du so ein paar, würde ich sagen. Okay. Aber oben kommst du mehr drauf an. Ich mache es jetzt erstmal so. Ja. Und man kann ja später immer noch mehr machen. Okay. Halt mal.
hoffentlich wird das Blond nicht grün oder so. Nein. Hältst du mir die Nase zu? Na gut. Nie zu. Ich dachte, du hältst dir die Nase zu. Okay. Es wird einfach direkt schon schwarz. Sieht aber nice aus. Ja. Okay. Jetzt die Folie. Ja, aber ich glaube, das wird nice. Let's go. Let's go, okay. Kannst du mir jetzt die nächste Folie geben? Next one. Ich muss den Pustraum runtergehen. Ich muss den Pustraum runtergehen. Ja, danke schön. Okay, hinten mache ich glaube ich so ein bisschen mehr. Ja. Ich bin so gespannt, wie das wird. So rot machen. Ja, das war nice. Die Didi hatte doch auch mal rot. Stimmt. Das sah cool aus. Kein Bitch. Ja.
Okay. Kopf nach hinten machen, das ist ja nicht so rund. Okay. Noch am Überlegen. Ich finde es krass, wie schnell die einfach schon dunkel werden. Ja, das ist auch so. Auch irgendwie schwarze Haarfarben funktionieren voll anders. So. Ganz sortiert oder so? Ja, direkt. Ja. Kannst du mir folgen? Du kannst auch mit deinen Händen ein bisschen durch die Haare gehen. Ja. Genau. Ist warm oder ist verheilt? Ist verheilt. Mach es los, die andere Seite von den Haaren. Okay, alles, so sehen Frankes Haare jetzt aus. Und ich bürste jetzt mal durch. Also gerade sehen die sehr schwarz aus. Aber ich glaube, wenn man die dann so trocken ist, ja. Obwohl ich jetzt hier sieht man schon, finde ich das so geil. Und wie willst du die Haare geschnitten haben? So wie immer, kürzer. Also ich habe jetzt hier Schärf und so einen Kamm. Wenn die Haare nass sind, kann man die viel besser schneiden, finde ich. Warte. Sonst muss ich duschen, wenn ihr runter.
Also ein bisschen kürzer. Ja. Und überall gerade oder vorne länger oder hinten kürzer? Hinten würde ich sagen, noch ein bisschen kürzer. Als vorne? Ja, und so stufig halt. Mhm. Aber ganz vorne schneide ich nichts weg, oder? Thank you.
Okay. Hast du eine Frage? Mhm. Nein. Okay. Okay, fertig.